Wir sind hier eine Fünferrunde in Berlin im Stadtteil Wedding. Wir sind im Atelier von Albrecht Schneider, Künstler aus der Schweiz, aus Luzern und aus Bern. Hier präsent ist auch Pia Fries, auch eine Luzernerin. Sie arbeitet und wohnt in Düsseldorf und hat eine Professur an der Universität der Künste in Berlin. Thomas Huber ist ebenfalls hier anwesend, ein Basler mit Zürcher Wurzeln. Er wohnt in Berlin seit 5 Jahren, vorher war er in Düsseldorf. Seit vielen Jahren tätig, hatte früher auch eine Professur. Und schließlich noch ein Basler in Düsseldorf und heute in Berlin, Stefan A. Wengen. 4 Schweizer Künstler, die sich zu einer Gesprächsrunde zusammengefunden haben. Es sind 4 Künstler, die den Weg aus der Schweiz nach Deutschland genommen haben, seit vielen Jahren hier tätig sind und auch regen Austausch haben mit der Schweiz, mit dem Kunstmarkt in der Schweiz. Sie stellen häufig aus in der Schweiz, aber natürlich auch in vielen anderen Ländern. Es sind international tätige Künstler, die letztlich die Schweiz verlassen haben. Ich frage in dieser Form, weil das Emigrieren des Künstlers ist ein Topos, der für die Schweiz sehr, sehr typisch ist. Das Heimkehren ist dann wieder eine andere Frage. Wie, wenn ihr zurückblickt und auch die heutige Position, in der ihr steckt, beobachtet, war das geplant? Wie ist das gekommen? Wie seid ihr geblieben? Als ich in Basel noch war, das war 88, 87, da war die Mentalität, dass man als Schweizer Künstler eigentlich das Land verlassen muss. So wie du auch gesagt hast, um irgendwie vielleicht was zu werden. Und ich bin dann erst nach New York gegangen für ein Jahr. Ich konnte dann das Atelier von John Armleder benutzen. Und bin immer wieder auf die Messe in Köln gegangen und habe dann meine jetzige Frau kennengelernt. Und so bin ich eigentlich nach Deutschland gekommen. Ich wollte eigentlich gar nicht nach Deutschland gehen. Ich wollte eigentlich immer wieder zurück nach Amerika, nach New York. Und bin dann quasi hier hängen geblieben. Seit 88. Ich kam wegen der Kunstakademie nach Düsseldorf, weil ich einfach nach dem Abschluss in Luzern, damals hieß das noch Kunstgewerbeschule, ich war zwar in einer freien Abteilung, Bildhauerabteilung, aber irgendwie dachte ich, das kann noch nicht alles gewesen sein. Ich brauche mehr an Lehre. Und dann hat man immer von Beuys gehört damals, von Peik auch viel gehört. Und das war so der Ruf nach Düsseldorf. Und ich bin damals mit meinem Partner, mit dem ich heute noch zusammen bin, haben wir so eine Mappe gemacht unter dem Arm nach Düsseldorf, dann die Mappe da gelassen und wir wurden beide aufgenommen. Und als wir dann nach Düsseldorf das Studium angetreten haben, kamen wir eigentlich nur mit einem Koffer, weil wir dachten, das macht man jetzt ein paar Jahre und dann wieder zurück in die Schweiz. Aber es kam dann anders und es sind jetzt mittlerweile, also 1980 sind es fast 33 Jahre geworden. Also für mich war das auch die Situation dann, dass ich eigentlich keinen Ort fand in der Schweiz, außer was du angesprochen hast, den Fedier, den ich auch ein Jahr, anderthalb besucht habe und dann einen Ort suchte, wo ich andere traf, die sich auch für Kunst interessierten. Und da bot sich dann die Akademie in Düsseldorf an. Und nachher hast du dann deine Spuren in Braunschweig gesetzt und hinterlassen? Ja, später bin ich dann eigentlich auch aus einer gewissen Art von Dankbarkeit dem deutschen Staat gegenüber nach Braunschweig gegangen, denn es hat mich doch erstaunt, dass ich einfach so nach Düsseldorf aus der Schweiz gehen konnte und dort mich an die Akademie bewerben konnte, man mich dort genommen hat und mir, ohne dass ich hier Geld bezahlen musste, ein 5-jähriges Studium absolvieren konnte und dort sehr viel profitiert hatte. Und ich fühlte mich in einer gewissen Art von Bringschuld und habe darum gegen eigene große Widerstände und langem Zögern dann der Professur in Braunschweig angenommen, um sozusagen meine Schulden da abzubezahlen im deutschen Staat. Du hast nichts bezahlt? Also jetzt keine Gebühren, Studiengebühren? Ich glaube, nee. Ja. In der Zeit, wo wir studiert haben, nein. Ich sehe das bei den Bewerbungen in
Berlin an der Hochschule, da sitze ich ja manchmal auch in dieser Zulassungskommission. Und wenn man die Studierenden oder die angehenden Studierenden fragt, warum sie jetzt gerade hierhin wollen, dann ist immer Berlin, Berlin. Also alle wollen nach Berlin. Die wissen manchmal noch nicht mal also die Namen der Hochschullehrer, aber sie wollen nach Berlin. Es ist immer die Stadt, die einfach zieht, anzieht in dem Sinne. Und so ein Flair hat, Jugendlichkeit, große Partys, was auch immer. Und da wollen sie nach Berlin. Also ich bin zum Beispiel damals wegen Boys nach Düsseldorf gekommen. Ich hatte keine Ahnung von der Stadt. Und jetzt scheint sich hier das im Fall von Berlin so umzudrehen. Also ich finde die Idee auch gut, dass man vielleicht einfach geht. Dass man sich gar nicht so an eine Idee hängt, an einen Professor hängt. Ich denke, dass es eben eh immer ein Gang ist in das Ungewisse. Und ich glaube, dass so ein bisschen à la Clint Eastwood, oder? Ich reite in die Stadt, der Rest wird sicher geben. Dass man sich reingibt einfach mal und guckt. Und ich denke, die meisten sind überrascht, was sie alles vorfinden. Und orientieren sich ja erst dann eigentlich hier. So lernen Leute kennen und beginnen eigentlich so ihr Leben sich zurechtzulegen. Aber ist das denn nicht auch ein bisschen so dass Berlin auch der Markt ist? Also die meisten Galerien, die meisten großen Galerien sind in Berlin. Dass da auch vielleicht der Wunsch ist, in den Markt zu kommen? Ich glaube, dass diesbezüglich ganz viele falsche Vorstellungen bestehen. Weil man denkt, Berlin wartet, hier gibt es viele Galerien, hier geht die Post ab und alles muss hierher kommen, aber es wartet gar niemand. Es ist so auch ein bisschen ein Mythos. Ich glaube schon, dass Berlin heute ein Label ist und dass ein Berlin-Aufenthalt in einem CV eines Künstlers, auch eines Schriftstellers, würde ich sagen, eines Journalisten, einfach gut tönt und hoffentlich, vermutlich auch gut ist. Berlin ist eine sehr große Stadt, es wird viel Kunst verhandelt und man findet irgendwo eben noch eine Nische, wo man sich einmieten kann oder ein Atelier mieten kann, das einigermaßen bezahlbar ist. Mhm. Das ist eine ganz pragmatische Überlegung, die für Berlin spricht. Wie empfindet ihr denn das Nachhausekehren mit euren Werken? Wie fühlt ihr euch da aufgenommen? Ich denke, da kommt man mit seinem Werk in die Schweiz, präsentiert sich in der Heimat, in einem Museum, ist da exponiert und trifft auf eine Gesellschaft, die sich verändert hat in den Jahren, Jahrzehnten, als ihr da weg wart. Wie ist das Empfinden, wenn ihr da eure Ernte ausschüttet in einem Museum oder in einer Galerie oder halt mit einem wichtigen Werk an einer Messe? Die Heimat. Obwohl es nicht das Zuhause mehr ist, ist es immer noch die Heimat und der Ursprung von unserer Entwicklung eigentlich als Künstler. Also wir haben ja alle wahrscheinlich in der Schweiz angefangen oder hatten die Idee, vielleicht Künstler zu werden. Vielleicht ist es auch ein Stück weit Sentimentalität, ich weiß es nicht. Also was mir gut gefallen hat, wie ich Ausstellungen in der Schweiz machte, war, dass ich meine Werke dann jeweils mit Werken kombinierte, die mir als Kind oder als Jugendlicher in einem Museum viel bedeutet hatten. Also es war mir zum Beispiel ein Glück, dass ich im Kunsthaus Zürich ausstellen konnte. Und dann habe ich einen Hodler und einen Füßli im gleichen Raum hängen können wie meine eigenen Bilder. Also das so eine Art, ob das jetzt Heimat ist, weiß ich nicht, aber diese Bilder waren meine Heimat schon sehr früh und hatte mich natürlich mit Stolz erfüllt, dass ich aufsteigende Nebelschwaden über dem Thunersee von Hodler neben meine Bergbilder hängen konnte. Auch zwei Schweizer. Das ist natürlich ein schönes Heimkehren gewesen. Ich glaube schon, dass in der Schweiz ein hoher Qualitätsstandard im Umgang mit den Künstlern, aber auch im Umgang überhaupt generell miteinander, oder wie man einfach auch Verpflichtungen oder Abmachungen einhält, dass man perfekt mit den
Kunstwerken umgeht. Also ich habe das da wirklich, also ich fand das außerordentlich, ist mir das richtig aufgefallen. Ich hatte ja vorher auch in Deutschland ausgestellt, aber diese Art von auf dem Punkt sein habe ich nur in Winterthur so erlebt. Diese hohe Standard und diese feudale Situation, die Schweizer Museen bieten können, das ist schon auf eine gewisse Weise ein Erlebnis. Das wird ja dann auch immer wieder deutlich, wenn man eine Ausstellung macht, die, sagen wir mal, an mehreren Stationen gezeigt wird, unter anderem auch in der Schweiz, fällt einem dann so auf, also rein bei der Budgetierung der Ausstellung, wie die Schweizer Häuser, die müssen dann meistens sogar den größten Teil der Kosten übernehmen, weil die deutschen Museen oder auch ein französisches oder holländisches Museum, wie ich es erlebt habe, nicht diese Kapazitäten haben, rein finanziell ein Ausstellungsprojekt so zu unterstützen, wie das die Schweiz kann. Wenn ihr im Ausland seid oder vielleicht mal die Stadt wechselt, wie es da zwischendurch passiert ist, gibst bei euch dann auch als Kunstschaffende einen neuen Impetus in der Themenfindung oder dass man sich mit einem Wechsel vielleicht in seiner Kunst verändert? Ich bin immer der Lücke nachgereist. Einfach das Erlebnis einer unfertigen Situation, die damals in den 70er Jahren in Düsseldorf auch noch bestand. Es gab viele Baulücken, es gab viele Ruinen, heruntergekommene Häuser, auch, die dann auch eine gewisse Form von Freiheit und Unbekümmertheit vermittelten. Und in den 20 Jahren, die ich dann in Düsseldorf verbracht hatte, hat sich das auch fast in Schweizer Verhältnisse verwandelt. Also jede Lücke wurde geschlossen, jede Brache wurde bebaut. Und darum war es dann wieder ein Erlebnis, hier nach Berlin zu kommen, wo man das wieder findet. Also dieses Unfertige, das Provisorium, das einem also auch eben Erlebnisse bietet, wenn man in einer Stadt herumspaziert, flaniert, sich eben Dinge ausdenken kann in diesen Lücken. Was sehr viel schwieriger ist in einer Situation in der Schweizer Stadt, die ja so endgültig und fertig einem erscheint. Gut wäre jetzt, wenn er noch eine Lücke hinterlässt. Ja. Nein, aber Thomas, du sagst etwas ganz Wesentliches. Ich glaube, dass es sehr anregend ist, eben dieser Lücke zu folgen. Und ich empfinde das absolut ähnlich mit der Schweiz, obwohl es mich immer wieder in die Schweiz zurückzieht und ich mich dort gut fühle. Aber nach einer gewissen Zeit merke ich auch, dass alles sehr stabil ist. Es ist manchmal so, denke ich, dass so eine Robustheit da ist, dass sie einem geradezu hindert, sich zu bewegen und etwas zu machen. Und dann ist es eine Wohltat, hier zurückzukommen in diese, sage mal, Bodenlosigkeit, die auch herrscht. Mit dieser Instabilität, die ich hier fühle. Aber ist das nicht so, dass man in einem gewissen Alter jetzt irgendwie sein Werk auch entwickelt hat und das eigentlich dann schlussendlich egal ist, wo man lebt und arbeitet? Also es könnte jetzt auch Paderborn sein oder so, im schlimmsten Falle natürlich. Aber ich kann das natürlich auch nicht genau sagen wie du, ob das sich jetzt so auf meine Arbeit ausgewirkt hat. Aber grundsätzlich denke ich mir, ist es eigentlich wurscht. Man verfolgt ja jetzt was man weiß, was sich irgendwie bestätigt in der Arbeit. Oder? Ich meine, du als Nischenlückensucher. Ja, ich denke sowieso, man sollte immer ein künstlerisches Werk auch dann danach beurteilen oder es daran auch betrachten, dass es ja nicht nur eine Karriere von 3-4 Jahren ist, in denen man, sagen wir mal, den Kunstmarkt in gewisser Weise besetzt oder eine Position hat, sondern dass es ein Lebenswerk ist. Also dass es eigentlich eben anfängt, bei mir vielleicht so im Jahre, ich 30 war und ich eigentlich immer noch denke, dass das, was ich damals für mich gefunden habe, eben auch weiter pflege und eine Verantwortung auch dem eigenen Schaffen gegenüber habe. Und vielleicht in einem
über umfassenderen Sinne dann ja auch sowas wie eine Verwurzelung in einer Kultur empfindet, an der man mitarbeitet, mit der, an der man auch Verantwortung trägt. Und die sehe ich jetzt für mich schon so in diesem europäischen Raum und nicht bezogen auf Berlin oder auf Düsseldorf. Ich denke, das geht euch auch ähnlich. Wir stellen ja in verschiedenen europäischen Metropolen aus und finden dann dort wieder verwandte Künstler oder Kunstwerke und ordnen uns eigentlich eher in diesem heute europäischen kulturellen Zusammenhang ein. Wenn du so sprichst und von Verwurzelung, ich habe eigentlich, ich spüre die Wurzeln eben nicht so. Ich habe eher das Gefühl, in einem Provisorium zu leben oder ständig in neuen Provisorien zu leben. Und das ist, hat eine schmerzliche Seite auch, denke ich. Und mir ging es so, ich musste meine Erfahrungen außerhalb meiner grundlegenden Wurzel oder meines Wurzelbereiches machen. Und das habe ich zuerst oft bedauert und bin aber dann schließlich zu dem Schluss gekommen, dass eben das nicht eine nationale Wurzel gibt, sondern eine Wurzel in der Kunst, also in bestimmten künstlerischen Strömungen, die ich als wichtig empfinde und an denen ich mich anschließe und von anderen, wo ich mich sogar distanziere, bewusst ablehne, dass das eigentlich die Wurzel dann ist und nicht so sehr das Nationale, das Herkommen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so, dass man sich diese Wurzeln dann schafft, auch eine gewisse Stabilität dann im Werk entsteht, dass man auch mehr und mehr weiß, was zu einem gehört und was nicht. Also was mir einfällt dazu, ich habe ja, wie gesagt, in der Kunstgewerbeschule in Luzern mein Studium angefangen. Ich war da in der Bildhauerabteilung und wir sind regelmäßig natürlich ins Kunstmuseum Luzern und haben die Ausstellungen angeschaut. Und das war damals von Jean-Christophe Ammann und ich habe da tolle Ausstellungen gesehen, wo ich heute noch dran denke. Und das war eine Mischung zwischen Schweizer Künstlern, wie jetzt zum Beispiel der André Tomkins fällt mir ein, Dieter Roth, aber auch Favre, Cunellis. Und das ist ja international. Also die Kunst ist eigentlich immer auch ein internationaler Dialog, so hoffe ich jedenfalls. Und ist für mich auch wichtig, also dass ich jetzt nicht als Schweizerin die Schweizer Kunst macht. Ich hoffe doch, dass die Kunst über die Grenzen hinausgeht. Aber jetzt zum Zweiten, ich fühle mich eben doch nie so richtig zu Hause. Das teile ich jetzt wahrscheinlich auch mit dir. Ich bin halt durch meine Sprache immer schon mal auffällig. Man erkennt mich, dass ich nicht dazugehöre, wie auch immer. Ich bin irgendwo trotzdem zu Hause und nicht zu Hause. Also das ist manchmal angenehm und manchmal ist es eben auch ein bisschen unangenehm für einen selbst, nicht richtig so dazu zu gehören, sondern sich immer gleich wieder zu outen, ich komme von woanders. Vielleicht geht man sich auch nicht so stark in das Leben hinein, also mir geht es so, auch nicht so stark in die Gesellschaft hinein. Ich denke, dass ich auch in der Stadt lebe, hier in Berlin, um allein sein zu können. Man wird in Ruhe gelassen. Mhm. Und das ist vielleicht ganz viel einfacher als irgendwo in einem kleinen Ort in der Schweiz. Man kann hier absolut abtauchen und weg sein. Man ist nicht verpflichtet. Insofern ist es gar nicht so weit weg von meiner Heimat. Also ich habe doch hier, ist auch sehr ruhig, es ist ein bisschen Leben wie auf der Alp. Auch im Atelier, weil man eben, man ist bei sich. Das ist ein bisschen hoch. Vierter Stock, das reicht aber noch nicht für die Arbeit. Wollen wir uns langsam dem Schluss hinzubewegen? Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr, wenn ihr eine Äußerung, ein Statement abgeben würdet, das fast wie ein Motto sein könnte? Ich würde mir wünschen, dass die Leute wieder mehr mit den Augen gucken, statt mit den Ohren. Das würde ich mir wünschen. Also generell.
In Deutschland wie auch in der Schweiz. Wie auch Gesamteuropa, also Kunst. Ja, also weniger schauen, wo hat er ausgestellt, was hat er gemacht, wo, wer hat ihn gefördert und so, sondern wirklich noch wieder auf die Kunst schauen. Und das finde ich heute in dieser überprofessionalisierten Kunstwelt, das ist da ein bisschen verschütt gegangen, habe ich den Eindruck. Ja, ich kann mich dem im Großen und Ganzen eigentlich anschließen, was der Stefan sagt. Ich wünschte mir, dass die Kunst als Kunst wahrgenommen wird und nicht als finanzieller Wert, weil da sehe ich eigentlich auch eine Demoralisierung irgendwo in dem, was Kunst eigentlich auch sein kann für den Einzelnen oder für die Gesellschaft, wenn es dann nur noch in Markt- und finanzieller Hinsicht interessant wird und diese Rankinglisten, wer zu oberst ist und wer am teuersten ist, ich finde, das verdirbt auch die ganze Kunst. Es verdirbt hoffentlich nicht uns, aber es verdirbt auch die jungen Leute, die anfangen, sich für Kunst zu interessieren und da reingehen. Die stehen jetzt schon unter Druck, sie müssen den und den Preis erzielen und da und dort sein. Also es ist, ich wünschte mir, dass das ruhiger wird. Für uns, für mich, für die Kunst. So, mehr auf das, was es eigentlich ist. Und weniger dieses Drumherum, dieses aufgeblasene Drumherum. Das sind auch absolut die falschen Signale, die dann rausgehen. Aber die Frage ist, wer sich diesen Signalen entziehen kann. Das ist eben wirklich ein großes Problem, finde ich. Mhm. Und eine Katastrophe, finde ich eigentlich. Ja. Wir sind sozusagen programmierbar geworden, weil wir nur aus Eigeninteresse bestehen, also nicht nur Individualisten, sondern Egoisten sind oder geworden sind. Und dass das Ziel eines jeden Lebens ist, sich selbst zu verwirklichen und seine Individualität voll auszuleben und zum Ausdruck zu bringen. Und genau das passiert heute nicht nur in der Kunst, sondern eben in der Gesamtgesellschaft. Und dadurch zerfällt sie. Sie fällt auseinander. Sie hat keine gemeinsamen Werte mehr und Interessen mehr. Und in dem Sinne kann ich mir vorstellen, hat die Kunst eigentlich dieses Ziel, was sie über so lange Zeit formuliert hat, muss sie aufgeben. Also jeder einzelne Künstler, der heute noch nur an seine Karriere denkt und an seinen Erfolg denkt und vielleicht in einer höheren Warte an eine eigene Individualität glaubt, ein eigenes Gefühl. Vielleicht sollte er das, oder vielleicht ist das auch erst die Aufgabe der nächsten Generation, überprüfen, ob wirklich die Individualität das höchste Ziel ist. Wenn man das jetzt eben auf die Gesellschaft überträgt, glaube ich, dass das zur Zerstörung der Gesellschaft führen wird.